Hallo, da bin ich wieder zurück mit City Skylines und After Dark. Endlich wieder. Ja, die letzte Folge ist so unfassbar her. Das war irgendwie vorm Umzug und vor dem ganzen Renovierungsstress. Nee, irgendwann, glaube ich, währenddessen habe ich auch einmal noch aufgenommen. Aber ich habe jetzt schon so oft immer gedacht, ich will City spielen und jetzt endlich mache ich es. Ich hätte schon fast einmal ohne zu Let's Playen gespielt, weil ich so einen Zug hatte. Aber das wollte ich euch irgendwie nicht vorenthalten. Ja, das ist wieder das schwere Kreuz des Let's Players, der einfach immer nur sagt, ich kann nicht zocken, wenn ich nicht aufnehme. Wenn man sich dann aber nicht leiden mag an dem Tag oder so und ich mache halt eben alles mit Facecam, das war ja wirklich mein Vorsatz, dann kann man eben nicht aufnehmen und auch nicht zocken. Verdammte Axt. Naja, musste ich mir halt irgendwie suchtweise so ein paar andere Let's Plays angucken von anderen Leuten. Ja. Ja, naja, und dann kriege ich dann immer noch mehr Lust zu spielen. Das ist dann irgendwie eigentlich gar nicht gut, aber egal. Ja, ich wollte eigentlich mal gucken, was wir denn quasi hier, wo der Schuh drückt. Das wollte ich mal nachgucken. Ja, Müll. Da hinten, okay. Weil, weiß ich nicht. Warum haben die denn hier Müllprobleme? Oder, wobei eigentlich ist das ja alles im grünen Bereich, oder? Also solange da nichts blinkt, würde ich mal sagen, ist alles okay. Wasser müsste ja eigentlich sowieso überall sein. Irgendwas war mir auch in den letzten Folgen aufgefallen. Da ist leider schon wieder so lange her, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich wollte gerade mal kurz meinen neuen Mikrofonständer einweihen, deswegen habe ich ihn angespuckt. Habe ich neu. Richtig geil. Jetzt habe ich hier so ein. Achso ja, schade, sieht man nicht. Muss ich mal einen Vlog zu machen. Das ist so ein Arm, der jetzt runterhängt. Also so wie so eine Lampe, so weet, weet. Voll cool. Vorher hatte ich das immer so auf dem Tisch stehen und das war richtig ätzend. Das hing mir irgendwie immer nur im Weg rum. Ja, Strom ist auch noch voll im grünen Bereich. Was haben wir hier? Krankenrate. Ist irgendwie auch alles voll grün. Mensch, was ist hier los? Okay, da hinten. Da hinten könnte man mal gucken. Aber hier wollte ich ja sowieso ein Universitätsklinikum hinmachen. Ah, hä? Was ist das? 25 more Ambulances, Range, Curate. Warum habe ich das runtergeladen? Ja, das ist so eine Sache. Das weiß man nie so genau, ne? Ah ja, die hatte ich ja auch beim letzten Mal gebaut, glaube ich. Das war ja so eine Genesungsklinik, ne? Quasi. Pharmazie. Ja, das hat ja irgendwie nicht funktioniert. Was ist denn hier? Ich brauche so ein Universitätsklinikum. Das könnte ich doch schon mal dahin bauen, oder? Das sind diese ganzen Nursing Homes, die nicht geklappt haben. Ah, das finde ich, sieht fast aus wie ein Uniklinikum. Oder sowas hier. Sowas könnte auch, ne? Dass da quasi die Studenten dann hingehen können und dann können die mal so direkt an den Leuten da probieren, was da so, ne? Da schnippeln die da ein bisschen rum. So wie in echt hier, ne? Universitätskrankenhaus. Das ist doch eigentlich sehr geil, oder? Was kostet das denn im Unterhalt? Nicht, dass ich mich jetzt hier wieder verschulde. Oh, jetzt weiß ich wieder, warum ich das nicht gemacht habe, weil das wahrscheinlich teuer ist im Unterhalt. 2.800 und ich habe nur 5.200. Ich muss aber sagen, ich verschönere so viel und brauche deswegen immer so unglaublich lange, um irgendwie was hinzukriegen. Das ist echt anstrengend, ne? So, wir setzen jetzt hier eine kleine Klinik hin. So, das ist mir jetzt pups egal. Bitteschön. Da habt ihr. So. Jetzt dürfte eigentlich auch nichts mehr. Oh, da sind Tote. Kanäle? Ist das neu? Jetzt können sie auch Kanäle bauen. Hä? Ihr Kanal können sie dem Gelände durch Auswahl drei verschiedene Kanalsegmente anpassen. Sollte Ihr Kanal leicht überflutet werden, sollten Sie flach beginnen und beenden. Und was ist zwischen. Okay, das gucken wir uns gleich mal an. Das gucken wir uns gleich mal an. Ich habe keine Ahnung, das habe ich auch noch nirgends gesehen. Komisch. War jetzt hier nicht. Ah, genau, da ist das Krematorium. Vielleicht brauchen wir auch ein Krematorium. Vielleicht brauchen wir da oben ein Krematorium, weil hier könnte es ja auch mal sein, dass hier jemand stirbt. Stirbt mit Ö. Toll, voll ins Bürogebiet. Naja, kann man hier doch verlegen. Wie immer, kann man noch verlegen.
Ich hatte eigentlich überlegt, jetzt diese Folge mal hier schon anzufangen mit dem Studentenviertel. Und dann kann man dann vielleicht danach nochmal hier wieder weitermachen, irgendwie ein bisschen in den Park. Den finde ich auch immer noch sehr schön. Den wollte ich mir sowieso nochmal angucken, weil ich ihn so lange nicht gesehen habe. Ob ich da noch irgendwas verbessern kann. Ach du Scheiße, da hinten war ja noch was. Oh Gott, schnell wegscrollen. Ich hab's nicht so mit Zügen. Ich bin da doch so schlecht drin. Ach, und warum das hier so schlecht abgedeckt ist, ne? Eigentlich müsste man ja wirklich hier so eine Fette hinbauen. Ich glaube, ich mache das jetzt mal echt. Moment, wie viele sind das? 25? Das sind 6. Okay. 25. 1400, 1400. Ach so, verdammte Axt. Jetzt weiß ich wieder. Weil das so groß ist, deswegen. Ja, du bist doch gar nicht so groß. Moment, also ich glaube, wir schieben das. Wir verschieben das. Wir verschieben das, genau. Du kommst mal eben bitte mit. Dankeschön. Weil hier unten brauchen die ja auch was. Dann könnte man das hier... Warum ist denn da eigentlich eine schmale Straße nur? Wer macht denn sowas? Also ich sicherlich nicht. Ich weiß nicht, wer sowas macht. Wir setzen es mal einfach hier so an den Rand. So. Ah, ihr seid traurig. Ja, ich weiß es. Ich weiß, ihr seid traurig, aber glaubt mir, es wird immer nur besser. Entweder machen wir die oder die. Nee, das ist ein Industrieviertel, wir nehmen das da. Oder das könnte ja eine alte Fabrik gewesen sein vielleicht. Und da ist dann eine Feuerwehr reingebaut. Ne? Yay! Ich will mir die einmal ganz kurz anschauen. Kais? Ach so? Ach, ein Kai kann man auch bauen? Das ist ja cool. Findet ihr das passt? Jetzt habe ich schon wieder die Maus geöffnet. Findet ihr das? Schon wieder. What the hell? Jedes Mal, wenn ich einen Mittelklick mache, treffe ich die Maus. Einstellung. Naja, jetzt hat es geklappt gerade. Warum ist denn das hier so diesig? Wahrscheinlich, weil es hier so stinkt. Oh Gott, das ist aber nicht schön. Naja, heißt ja auch Stinkhausen, ne? Das muss ja auch seinen Grund haben, warum es Stinkhausen heißt. Hier nochmal gucken, ob alles okay ist. Ach, das ist doch alles okay. Und die Stadt ist auch im Grunde noch so klein. Braucht man sich eh noch gar keine Sorgen machen. Ja, Schule auch hier. Ihr dürft ja sowieso nicht sehr großartig gebildet werden, ne? Bitte schön dumm bleiben. Danke. Ich glaube, wir bauen mal einfach hier weiter. Und ach so, genau, das wollte ich doch machen. Bearbeitung des Geländes. Was, was? Was wollt ihr alle von mir? Gelände fein abstimmen. Es darf keine Gebäude geben. Okay, ja, gut. Beginnen Sie, indem Sie irgendwo graben? What? Wurde das gerade neu gemacht? Erdeverfügbarkeit? Wie, kann ich die ausbuddeln und woanders wieder absetzen oder was? Absenken, an das Gelände oder neue Hügel schaffen. Wenn Sie Gelände absenken, erhalten Sie Erde. Ach, was? Wenn Sie Gelände annehmen, wird dieselbe Erde auf der Karte platziert. Aha. Wasserstrukturen ermöglichen den Bau von Kanälen, Kais und Flutmauern. Kanäle können zur Verschönerung oder zum Bewegen von Wasser benutzt werden. Aha. Ich kann Fluten verhindern. Ich kann das Fluten verhindern. Oh Gott, damit setze ich mich irgendwann mal anders auseinander. Das weiß ich jetzt nicht. Also, ich weiß auch gar nicht, ob ich das hier irgendwo verändern will, weil ich finde das eigentlich schön. Deswegen habe ich das ja so genommen. Aha, aha, aber man könnte hier zum Beispiel weiter absenken, dann hätte man eine andere... Moment mal, wird das hier auch beeinflusst durch diese Streben? Nein. So schlau ist das Spiel doch nicht, oder? Krass. Schaut euch das mal an hier. Wie auch hier die Strömung und das, was... Das ist ja heftigst. Ich bin geplättet. Okay, aber ich will das nicht. Ich will das nicht. Was ist das? Oh, Wasserstrukturen, Kanäle, oh mein Gott. Oh, oh, okay. Okay, da muss man sich ja voll mit beschäftigen. Hilfe. Hochwassermauer. Hä? Könnte man ja? Also, oder? Ah, jetzt ist es dunkel. Ich brauche diese Mod, die es heller macht. Shit. Hier könnte man ja irgendwas hochsetzen, aber ich sehe nichts. Was passiert, wenn ich da was mache? Oh, was ist los? Habe ich was getan? Ja, ich glaube schon. Hallo, du komisches Ding, du.
Gab es hier einen Rückgängig-Button? Nein. Scheiße. Warum gibt es denn immer keinen Rückgängig-Button? Ich finde, das könnte man definitiv mal... Oh, es ist laut hier. Implementieren. Ich will das nicht. Geh weg. Kann ich das wieder? Tschüss. Na, da haben wir doch lieber diese Steilküste hier, oder? Boah. Okay, das, da muss man sich ja mal richtig Gedanken machen. Was ist das? Felsen! Es gibt Felsen? Geil, es gibt Felsen. Oh, zum Verschönern. Oh, zum Verschönern. Ich könnte hier einen Felsen hinbauen. Lalala. Hä? Oh, das finde ich gut. Ups. Ich dachte, mit Y dreht man. Das war wohl ein anderes Spiel. Huch. Das war Rollercoaster Tycoon. Wie dreht man denn dann? Mit X auch nicht. Leertaste. Oh, das war Pause, ja. Alt, drück, rechts. Ah, mit rechts dreht man. Okay, cool. Schade, dass es so dunkel ist und man so schlecht gucken kann. Ich sehe leider gar nichts. So, hier haben wir jetzt mal so eine Felssteinwand. Felsengebiet. Oh, nee, das wird zu groß. Ach, das sind so kleine. Hä? Hallo? Kleiner Felsen. Ach, das sind verschiedene. Aha, okay. Ah ja, das ist ja auch ganz geil. Oh, ich glaube, da kann man richtig schöne Sachen mitmachen. Oh. Ah, schön, schön, schön. Okay. Das ist viel zu viel für mich gerade. Ist viel zu viel. Jetzt habe ich schon wieder so lange rumgedödelt. Dabei wollte ich doch hier gerade das Unigebiet bauen. Und zwar sollte man ja hier nämlich rüberkommen. So war das doch geplant, glaube ich. Und dann kann man nämlich hier eigentlich... Oh, ich habe eine Leuchte an... Wusste ich das? Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Eigentlich wäre es ja cooler, wenn man hier auch so einen kleinen Kreis hätte. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal gerade. Aber nicht so ein Doppelkreisel, sondern einfach nur einen kleinen Kreisverkehr. So, wo haben wir den denn? Dann habe ich doch auch irgendwo. Kleiner Kreisverkehr. Genau, kleiner Kreisverkehr. Aber bitte ohne... Genau, ohne alles einmal. Einmal ohne alles, bitte. So. Wenigstens, um hier mal so ein bisschen in diese Gebiete hier aufzuteilen, finde ich. Ich glaube, wir kriegen hier ein Problem. Das sehe ich jetzt schon. Ich glaube, das geht nicht. Shit, was hatte ich denn hier für eine Straße? Ach, ich glaube, das war mit Bäumen. Ja, das war mit Bäumen. Ah! Na, jetzt habe ich wieder so ein Ei. Das ist ja noch nicht mal ein Ei. Das ist ein... Eieiei ist das. Scheiße. Ich will doch einfach nur einen schönen Kreis. Mann! Okay, wir machen es anders. Es geht gleich, wenn man... Moment, gleich. Ich kenne doch meine Pappenheimer hier. Meine Pappenheimer Straßen. Jetzt gleich geht es nämlich wieder. Ja, genau. So, hier oben machen wir nämlich auch so ein kleines Gebiet. Mache ich erstmal so. Nein, jetzt ist sie wieder so komisch. Mann! Ah, aber es geht. Okay, so. Und von hier ab... Machen wir, glaube ich, auch schon mal so ein paar Sträßlein. Aber ich möchte ja gerne, dass man hier eigentlich im Grunde nicht richtig fahren kann, ne? Aber ich glaube, die nehmen mir das echt übel, wenn ich, ich mache das ja jetzt alles mit Fahrradwegen, ne? Die nehmen mir das übel. Und dann vergesse ich meinen Satz. Fuck, was nehmen sie mir denn jetzt übel? Ich weiß es doch auch nicht. Ich mache auf jeden Fall hier ganz viele Fußgängerwege noch mit rein. So, die sollen bitte hier nicht fahren. Die sollen hier nur wohnen. Hier kommen Hochhäuser hin. Ach genau, die nimmst mir übel, weil ja Hochhäuser sind, dann unglaublich viele Menschen da wohnen. Und unglaublich viele Studenten. Und keiner darf Auto fahren. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. So, hier irgendwo müsste dann mal wieder ein Kreisel hin. Ob hier was abgehen soll? Nee, ich glaube ehrlich gesagt eher nicht. Ich mache das jetzt übrigens absichtlich, ne, dass das hier mal jetzt nicht so gerade ist. Boah,
Die Studenten am Autobahnkreisel. Ja, da kann man ganz schlecht lernen. Dann soll man dazu lieber aber auch in die Bibliothek gehen. Das ist sowieso viel besser. Das ist sowieso viel besser. Kann man sich nämlich eh besser konzentrieren. Ich kenne das Problem. Ich habe so die Befürchtung, dass das... Ach nee, wir machen ja gar keine Straßen. Das ist ja alles... Es wird kein Stauproblem geben. Ich habe immer so Angst vor Stau. Ich weiß auch nicht warum. Im Grunde kann ja eigentlich nichts passieren. Es kann ja eigentlich nur alles wegploppen. Nee. Das will ich irgendwie nicht. Nee, das will ich irgendwie auch nicht. Das sieht irgendwie scheiße aus. Das machen wir nochmal weg. Der ist mir irgendwie zu spitz. So. Es wird ja auch alles verlangt. Das ist natürlich auch ganz gut, ne? Hier machen wir aber keine Verbindung, weil die sollen dann bitte über den Kreisverkehr fahren. Das ist eigentlich auch doof, ne? Weil hier kann man auch lieber... Naja, sonst reißen wir das wieder weg. Ja, was ich schon alles wegreißen wollte. Ich glaube, ich habe bisher fast gar nichts weggerissen. Ich sage das immer nur ganz mutig. Ah, fuck. Da ist ja eine Eisenbahn. Da ist ja eine Eisenbahn. Moment mal, wie war das gleich? So. Da müssen wir rüber. Endlich wird's wieder hell. Ich meine, so schön wie das ist, ne? Mit dem dunklen After Dark und so. Aber zum Bauen ist es mal richtig blöd. Da sieht man immer irgendwie gar nichts. Okay, wir fangen jetzt mal an mit unserem Hochhausgebiet. Endlich. Hochhausgebiet. So, meine lieben Studenten. Hier möchte ich bitte, dass ihr einzieht. Was habe ich denn hier für ein... Hä? War das immer das, was ich hatte? Ja. Okay, wo fangen wir an? Wir fangen, glaube ich, schon hier vorher an. Ach, jetzt haben wir da gar keine... Gar kein Dings hier, gar kein... Strom. Okay, wir holen uns den mal hier rüber. Dann sind ja hier jetzt schon... Wohnungen. Ich glaube, ich mache erstmal direkt schon das Gebiet. Ich bin schon wieder am Suchen. Wo war denn das jetzt? Ach, da. Genau. Da, Gebiet auswählen. Und zwar hier. Und dann... Ach, verdammt, jetzt habe ich keinen Namen. Ja, ich bin gerade sehr unkreativ, das natürlich... Was? Wie heißt das? Freundschaftsviertel. Das ist ja cool. Das lasse ich jetzt erstmal so und dann dürft ihr euch einen Namen aussuchen. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Ich finde es auch gar nicht so schlecht. Aber Freundschaftsviertel, ich meine, was heißt denn so Freundschaftsviertel? So Lernstädten oder so fände ich besser. Oder Lernhofen. Keine Ahnung. Intelligenzasien. Mal gucken, was ihr da sagt. Vielleicht, ich weiß auch gar nicht, wie viele Folgen ich heute aufnehme, ob ich da jetzt irgendwie noch mehr und dann dauert das ja wieder, bis ihr überhaupt irgendwas sagen könnt. Tourismus, nein. Freizeit, nein, bitte nicht. Gewerbe, auch nicht. Okay, das war ja sowieso nicht hier der Fall. Aber ich muss auf jeden Fall, ging das hier rauf. Und dann muss ich nämlich hier was einstellen, Richtlinien. Und zwar, bitte Hochhäuser, unbedingt. Stadtplanung. Hightech-Häuser, genau. Wir brauchen nämlich Hightech-Häuser, weil da müssen ja sehr viele Leute, also sehr viele Studenten reinpassen. Die kriegen dann immer so ein Zimmer. Und da machen wir auf jeden Fall Förderung des Fahrradfahrens. Was ist das denn hier noch? Kein lauter Lärm in der Nacht? Nö, das ist bei denen natürlich nicht so. In diesem Gebiet können nur Anwohner und Geschäfte... Oh, ach, verdammt, die haben ja gar keinen Dingsbums hier. Ah, Altstadt, ja, das wäre es eigentlich, ne? Im Grunde. Das wäre es. So, wir müssen erstmal kurz Wasser hier hinbauen. So. Habe ich hier wieder so eine Ritze? Bitte nicht. Ich mag keine Ritzen.
Oh, da hat er mal eine lange Linie hier. Komm! Oh, übertreib nicht! Nein! Na! Oh, na, doch. Ja, doch. Doch, 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 das ist gut. So, okay. Habt ihr jetzt auch alle Wasser? Dankeschön. Dann können wir ja jetzt eigentlich im Grunde nochmal. Das sind die Hochhäuser hier. Also ich möchte auf jeden Fall hier immer so eine kleine Lädchen dazwischen haben, ne? Dass die halt quasi so einkaufen gehen können. Das machen wir vielleicht mal hier. Hier, genau. Da können sie ja dann langlaufen. Und dann kann man hier so einkaufen gehen. So, da gibt's was und hier gibt's was. Also jetzt hier nur so immer so kleine Dinger so dazwischen, ne? Sowas hier mal. Aber im Grunde, ne, sollen die ja auch nicht hier einkaufen gehen, sondern eigentlich sollen die ja hier hin. So, dann kann man halt hier auch mal. Dann gibt es hier vielleicht auch was Größeres. Oder auch hier eher. Hier ist es ja ein bisschen sehr nah an den Wohnhäusern, ne? Hier wollte ich, glaube ich, eigentlich noch ein bisschen bewalden. Weil hier ist ja die Kindertagesstätte mit der Grundschule, wo die Kinder abgegeben werden können. Vielleicht gibt es hier auch noch einen Laden, aber vielleicht gibt es hier eher so einen kleineren. Warte mal. Ja, so nicht ganz so fett. Na, weil das ist ja auch wichtig, dass man hier ein bisschen die Unimaterialien quasi holen kann. Hier gibt es dann wieder was Größeres. So. Ja, brauchen sie ja eh alles. Büros können wir hier auch noch mal ein bisschen noch welche reinsetzen. Nehmen wir den hier noch mal. Hier Büros, da Büros. Irgendwas wollte ich doch hier noch hinsetzen. Was war das gleich? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas. Komm, wir machen hier mal noch ein paar mehr. Sind das schon die Hightech-Wohnhäuser? Die sehen gar nicht nach Hightech aus. Oder entwickeln die sich erst später nach Hightech? Nach Hightech. Ich habe mich nach Hightech entwickelt. Weiß. Oh, verdammt. Bevor die jetzt hier einziehen, muss ich natürlich auf jeden Fall noch, Ach komm, was soll der Geiz? Brauchen wir noch ein paar Fußwege? Nein, nein, ich glaube, ich sehe schon, dass sie bauen. Stopp! Plätze? Ach, das ist jetzt getrennt in Plätze und nicht Plätze, oder was? Parks und Plätze. Andere Parks. Aha. Mhm. So, cool. Okay. Ich dachte schon, die anderen sind weg. Habe ich schon gerade Panik gekriegt hier. Was? Der hat kein Dings, kein Strom? Ah, er hat keinen Strom. Ah, er hat keinen Strom. Ach komm, wir machen hier doch nochmal einen. Hatte ich hier große? Nee, ich könnte hier nochmal einen großen hinmachen. So. Hol dir da den Strom bitte. Ah, der hat doch auch keinen Strom. Ach, Scheibenkleister. Meno. Ja, kriegt ihr schon gleich. Geht schon irgendwie. So. Hä? So. Okay. Was wollte ich gerade? Ah, stopp. Ich wollte Fußgängerwege bauen. Nein. Wo waren die denn? Die waren doch hier. Oder sind die jetzt hier? Hä? Hä? Hm? Hä? Hä? Ich habe die doch eben noch gesehen. Aber wo? Da? Da. Jetzt sind sie da und die haben sie verschoben. Warum? Nein, nein, nein. Nein, ich wollte doch hier. Nein. Nicht gerade. Soddele. Und es tut mir leid. Ich weiß, ihr habt hier gerade gebaut. Aber ich habe es eben gesagt, ne? Das soll nicht sein. Machen wir, ah, ne, wir nehmen hier. Das ist gut. Hier ist sowieso besser. So. So, und dann hier oben. Hier auf jeden Fall irgendwie raus. Hier kommen sowieso ganz viele hin. Die sollen hier alle zu Fuß laufen. Wir wollen keine Autos. Ja, beschwert euch ruhig. Ich kann ja nichts dafür, dass die Leute keinen Bock haben, da unten zu bauen.
Hier hätte man natürlich auch nochmal. Ah, ich hätte hier nochmal eine kleine Brücke drüber bauen können. Das wäre auch ganz schick gewesen, ne? Soll ich das noch machen? Ich glaube, das mache ich nochmal eben. So, ein Brückchen. Nein, 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 nein. Oh. Oh. So vielleicht? Und hier, oh, ich hoffe, ich komme hier überhaupt runter. Ah! Oh, ich bin überrascht, dass es geht. Cool. Mal schauen, ob die das benutzen. Bin ich mal gespannt. So, hier gehen wir auf jeden Fall. Machen wir so einmal ein bisschen hier lang. Dann gehen wir nach da oben. Und natürlich auch hier unten hin. Vielleicht sogar zum Kreisel. Genau. Und hier wäre es ja eigentlich auch cool. Sonst müssen sie jetzt hier immer über den Zebrastreifen. Wenn man jetzt hier irgendwie noch so einen langen Fußgängerweg oder einen Tunnel. So einen Tunnel lang kriegen könnte. Von hier. Machen wir jetzt mal. So. Tunnel runter. Nein, ich will den nicht abreißen. Bitte nicht. Nein. Warte mal, wir fangen vielleicht mal andersrum an. Hat er das? Ich glaube, das geht. Aha, sehr gut. So, und dann gehen wir mal, wo wollen wir denn hin? Wir wollen natürlich hier, oh, da treffe ich auf die Bahn. Das ist schlecht. Vielleicht kommen wir hier hin und dann kommen wir hier wieder hoch. Aber wo kommt der da hin? Oh Mann, ich würde so gerne hier, aber das geht nicht. So, machen wir mal so und dann versuchen wir hier wieder hochzukommen. Hier geht dann natürlich auch noch einer lang. Mal gucken, ob die das benutzen. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ach, wie schön, da wohnen schon welche. Aber das sieht für mich nicht nach Hightech aus. Wo habe ich das doch? Ich habe das doch eingestellt. Hm. Ah, oh Gott, ich nehme viel zu lange auf. Okay. Ich sag mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann mache ich natürlich jetzt hier an dem Viertel noch ein bisschen weiter, noch mit ein paar Fußgängerwegen. Und dann schauen wir mal, ob die Leute auch da langlaufen, die lieben Studenten. Und ob sie schön ordentlich Fahrrad fahren. Bis dann. Ciao.